Hallo zusammen, grüezi miteinander. Seid herzlich willkommen zum dritten Teil in der Serie über den Prophet Jona im Rahmen von Faszination Bibel zum Kapitel 3 vom Buch von dem Prophet. Mein Name ist Jürg Luchsinger. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie es mit dem Jona in die Tiefe gegangen ist. Runter und immer weiter runter. Der Jona hat die Grenzen der Schöpfung ausgelotet und ist dort einem Leviathan begegnet, dem Chaosmonster. Der Jona hat im Bauch von dem Monster gebetet, zu Gott gebetet, er ist zu Gott umgekehrt und der Leviathan hat ihn dann wieder freigegeben, rausgespeuzt aufs trockene Land. Der Jona ist wieder auf Feld 1. Und wie geht es jetzt weiter? In welche Richtung geht's? Geht die Sonne von der Gnade von Gott über Ninive auf? Oder geht Jona wieder in die Tiefe? Darüber machen wir uns einmal Gedanken. Und über vieles mehr. Schön, sind ihr wieder dabei. Ich lese zum Anfang das Kapitel 3 vom Buch Jona. Hört einfach wie immer zu. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf, und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive aber war selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann die Stadt zu durchwandern, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab und er hüllte sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen. Und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, der Gott könnte umkehren, es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn, dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie umgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott reute das Unheil, das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Ich will auch einmal auf 4 Punkte aus dem Kapitel eingehen. Zuerst auf Ninive. Ich denke, es ist an der Zeit, um mal ein paar Sachen über die Stadt zu sagen. Dann natürlich gehen wir auf die Predigt vom Jona ein. Ultimativ kurz, aber ultimativ wirkungsvoll. Und dann drittens schauen wir auch die Wirkung von dieser Predigt an, was sie bei diesen Adressaten bewirkt und ausgelöst hat. Und schließlich, viertens, gehe ich auf die Reaktion von Gott ein, auf die Reaktion der Leute. Und ganz erstaunlich, Gott zeigt Treue. Jetzt also als erstes zu Ninive, dieser grossen Stadt. Ninive war damals mal eine der Metropolen der Welt, Hauptstadt der damaligen Supermacht der Assyrer. Vergleichbar heute mit New York, London, Moskau, Peking, also eine Megastadt. Sie sei 3 Tagesmärsche gross gewesen. Da übertreibt der Erzähler natürlich. Übertreibung, das ist ein bekanntes Stilmittel der damaligen Rhetorik gewesen und ist auch heute natürlich vielen Rhetorikern noch immer wieder anzutreffen. Und auch in der Bibel findet man die Rhetorik, findet man die Übertreibung als Stilmittel häufig, aber man erkennt sie eigentlich immer gut. Es geht darum, dass der Autor, der Erzähler, auf etwas aufmerksam machen möchte. Da im Fall von Jona. Ninive
ist wirklich, wirklich gross. So ist schon im Kapitel 2 der Fisch wirklich gross gewesen. Der Jonah dagegen ist klein. Was wollte er schon gegen einen grossen Fisch und überhaupt in dieser riesengroßen Stadt? Und klar, das ist der Punkt vom Buch Jonah. Wenn der Fisch gross und die Stadt riesengroß ist, dann ist Gott noch grösser. Ninive ist die grosse Stadt. Und von dieser ehemaligen Riesenstadt, da sind nur noch Trümmer übrig. Von jeder grossen Stadt aus der Geschichte sind heute nur noch Trümmer übrig. Und von diesen grossen Städten von heute sind dann irgendwann einmal auch nur noch Trümmer übrig. Aber die Geschichte von Jona, die erzählt man sich heute immer noch. Die ist immer noch bekannt. Sie ist immer noch relevant, hat uns immer noch etwas zu sagen. Den Menschen damals, uns Menschen heute. Die Städte der Menschen sind gross. Das Wort von Gott ist noch grösser. Noch viel grösser. Ninive ist im Norden vom heutigen Irak gelegen und ist die Hauptstadt der damaligen Supermacht, vom damaligen Weltreich der Assyrer gewesen. Die Assyrer, das sind ein semitisches Volk, verwandt mit den Babylonier, ein bisschen weiter raus verwandt auch mit den Israeliten und den Edomiter und den Moabiter und den Aramäer, den Phönizier. Die Assyrer haben auch eine ähnliche Sprache gesprochen, sakkadische, eine semitische Sprache. Sakkadische kennt man von vielen Inschriften, in Keilschrift her. Die Akkader und die Assyrer, die haben Keilschrift als ihre Schrift gebraucht. Das Akkadische gehört eben wie das Hebräische zur semitischen Sprachfamilie. Das Assyrerreich hat einen Aufschwung erlebt, also es ist ein paar Mal in der Geschichte gross gewesen, aber so der letzte grosse Aufschwung haben sie etwa so um 900 vor Christus erlebt. Und mit dem Aufschwung von den Assyrern um 900 vor Christus herum ist ein jahrhundertlanges Machtvakuum im Alten Orient zu Ende gegangen. Die Ägypter haben die Hegemonie in dieser Gegend etwa bis so 1100, 1200 vor Christus gehabt. Und danach hat sich für viele hundert Jahre kein anderer Staat so als Grossmacht den anderen Staat in dieser Gegend aufgedrängt. Und so haben sich die kleineren Völker wie die Philister, die Aramäer und eben auch die Israeliten entwickeln können. Sie haben kulturelle und wirtschaftliche Blütezeiten erlebt. In Israel stehen natürlich der David und der Salomo für die Zeit. Im Gedächtnis der Israeliten ist das die grosse, glückliche Blütezeit gewesen. Dank dem, dass eben keine andere Grossmacht gerade da auf dem Plan war. Wo dann aber eben der Aufstieg von den Assyrern angefangen hat, so um 900 herum, ist die Party für die Kleinstaaten vorbei gewesen. Die Assyrer sind eine äußerst brutale Eroberungsmacht gewesen. Sie haben äußerst brutale Methoden angewendet bei ihrer Unterdrückungs- und Eroberungspolitik. Sie sind sprichwörtlich brutal gewesen, gewalttätig. Ganze Völker sind deportiert worden, ganze Landstriche ausbeutet und Völker ausbrütet. Also es war wirklich rücksichtslos gewesen, wie die Assyrer da vorgegangen sind. Die Aramäer mit der Hauptstadt Damaskus ist um 730 vor Christus Opfer von den Assyrern geworden. Zur Zeit von Jona auch, das war eben auch gerade die Zeit gewesen, im 8. Jahrhundert, da sind die Assyrer mit der Hauptstadt Ninive die gefährlichste Bedrohung für Israel gewesen. Und nicht lange nach der Aramäer, 722 vor Christus, ist das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria dann an die Assyrer gefallen. Die Assyrer haben die Bevölkerung vom Nordreich deportiert, haben andere Völker angesiedelt und daraus ist eine Mischbevölkerung geworden, die heute noch bekannt ist als Samaritaner. Ja, Samaritaner, genau, das kommt von dieser Zeit her. Ja, aber auch mit den Assyrern hat es dann mal ein Ende gehabt. Sie sind als Grossmacht um 605 vor Christus von den Babyloniern unter dem Nebukadnezar abgelöst worden. Ja, Gott hat also seinen Prophet in die Hauptstadt geschickt, vom grossen, rücksichtslosen Find. Gott kümmert sich nicht nur um sein eigenes Volk und denkt, das andere, das ist deren ihre Sache, sondern Gott kümmert sich auch um den grossen Find, um die damalige und auch alle anderen Weltmacht. Das Buch Jona, das ist wirklich alles andere als bloß so ein Geschichtchen über einen Mann in einem Fisch. Es geht im Buch Jona um Weltpolitik, um nicht weniger. Ja, und auf den Auftrag, den Jona bekommen hat, auf seine Predigt, da gehen wir jetzt im nächsten Punkt ein. Das dritte Kapitel
fängt fast genau gleich an wie das erste mit zwei auffälligen Veränderungen. Achtet euch doch drauf. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf, und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Eben, es ist das zweite Mal, das tut uns der Erzähler ausdrücklich betonen. Es ist das zweite Mal, wo das Wort von Gott an Jona ergangen ist. Gott macht mit dem Jona einen Neustart. Zurück auf Feld 1. Und jetzt, wo der Jona wieder auf dem Trockenen ist, jetzt ist ein Neuanfang möglich. Gott ist mit seinem Prophet und auch mit der Weltgeschichte wieder auf Kurs. Der Jona geht dämmel gegen Osten. Die Hoffnung für Ninive ist wieder da. Anders im Kapitel 3 gegenüber dem Kapitel 1 ist auch, dass dämmel Gott dem Prophet die Botschaft mitteilt. Das erste Mal hat Gott bloß gesagt, dass die Jona gegen Ninive predigen soll. Offenbar hätte Gott beim ersten Mal die passende Predigt am Jona überlassen. Jona sucht passende Worte, um gegen Ninive zu predigen. Der erste Auftrag war vielleicht so gesehen, ja, schon gerade eine Überforderung für die Jona gewesen. Vielleicht hat er sich auch überfordert gefühlt, dass er von Gott weg ist. Jetzt beim zweiten Anlauf, da lastet offenbar auch weniger Verantwortung auf seinen Schultern. Gott lässt das zweite Mal weniger seinem Prophet auf. Gott geht auf seinen Prophet, auf seinen Diener ein. Und so macht sich Jona auf, das mal ganz gemäss dem Auftrag von Gott. Die Jona hat seine Lektion gelernt, er hat den Test bestanden, zurückgekehrt aus der Tiefe, ist er jetzt bereit, in die grosse Stadt zu gehen. Was können ihm die Leute samt ihrem König jetzt noch antun? Er ist ja am Leviathan davor gekommen. Was könnte ein Assyrerkönig ihm jetzt noch antun? Ja, da sehen wir ein Muster, das in der Bibel gar nicht selten ist. Vor grossen Aufgaben gehen die Menschen durch die Zeit der Prüfung durch. Oder bei einem Versagen braucht es wie einen Umweg durch eine Wüste, durch das Meer, in die Tiefe, damit dann die Menschen, die versagt haben, jetzt bereit sind, ihre Aufgabe anzupacken. Der Mose zum Beispiel, der hat 40 Jahre lang Schafe für seinen Schwiegervater in der Wüste gehütet. Dann war er bereit, das Volk Israel aus der Sklaverei zu Ägypten in die Freiheit zu führen. Israel war 40 Jahre in der Wüste und dann sind sie bereit, das gelobte Land in Besitz zu nehmen und Gott als Volk von Priester im gelobten Land zu dienen. Der Elia ist in ein gröberes Burnout versunken und ist nach 40 Tagen in der Wüste Gott begegnet. Und dann war er wieder parat für neue Aufgaben. Und Jesus ist 40 Tage nach der Taufe in der Wüste vom Teufel versucht worden. Und dann war Jesus parat für sein öffentliches Wirken. Und Jesus, am Ende von seinem irdischen Leben, war 3 Tage lang tot gewesen. Und dann erst nach diesen 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten. Und der Jona, 3 Tage in der Tiefe, dann parat für Ninive. Auffällig sind da die Zahlen, 3 und 40. Und beide kommen im Buch Jona vor, 3 und 40. Der Jona ist also auf Ninive gegangen. Ob er echt beeindruckt war von dieser grossen Stadt? Davon hören wir nichts. Aber umgekehrt sind die Leute von Ninive schwer beeindruckt von seiner Predigt. Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Kürzer geht nicht. Maximaler geht auch die Wirkung nicht. Die Predigt ist absolut schnörkellos, absolut aufs Wesentliche. Beschränkt, konzentriert, fokussiert. Der Jona redet etwa gar nicht um den heißen Brei herum. Seine Sprache ist klar, direkt, seine Message kompromisslos, er beschönigt nichts. Die Predigt hat 2 Teile. Zuerst gehen wir auf den 2. Teil ein. Dann ist Ninive zerstört. Ja, das ist natürlich eine Drohung, eine massive Drohung. Zerstörung wird angekündigt, angedroht.
Die Zerstörung könnte natürlich auch durch einen Krieg kommen. Durch einen fremden Aggressor, der angreift. Aber die Leute haben sofort gemerkt, Gott ist es, der da droht. Ein Find, der Ninive 40 Tage könnte erobern und zerstören. So ein Find ist weit und breit nicht in Sicht. Es könnte sich auch um eine Naturkatastrophe handeln. Aber Naturkatastrophen, das sind damals noch keine Naturkatastrophen im Bewusstsein der Leute, sondern Gerichtshandlungen der Götter. Also wenn eine Naturkatastrophe über uns kommt, dann ist das das Gericht von Gott. Ninive hat die Botschaft von Jona sofort verstanden. Wenn etwas an dieser Drohung dran ist, dann ist sie von Gott. Dann erwartet uns das Gericht. Gott ist da nicht der Find, sondern der Richter. Und das Gericht, sind wir ehrlich, haben wir wahrlich verdient. Eben wie ich schon gesagt habe, die Assyrer haben eine äußerst brutale Eroberungspolitik verfolgt und sie haben schon gewusst, dass ihre Politik und ihre Methoden böse sind. Sie haben die Botschaft sofort verstanden. Warum haben sie aber die Botschaft verstanden, sofort verstanden? Ich denke, es liegt am ersten Teil der Predigt. Noch 40 Tage. Noch 40 Tage. Warum 40 Tage? Ja, die Zahl 40, die haben wir ja gerade vorher ein paar Mal angetroffen. Die Zahl 40 ist für Zeitdauer in der Bibel eine häufige Zahl, eine symbolische Zahl. 40 ist die Zeitdauer der Prüfung. Und zwar von der Prüfung, die Gott einem stellt. Bestehe ich? Bestehe ich nicht? Darum ist die Zeitdauer von 40 auch die Zeit vom göttlichen Gericht. Die Leute von Ninive konnten 2 und 2, respektive 20 und 20 zusammenzählen. Sie haben gemerkt, uns droht das Gericht von Gott. Wir gehen durch eine Zeit der Prüfung durch. Es gibt noch Hoffnung. Bestimmen wir nicht. Ninive hat verstanden. Ninive hat bestanden. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Ninive tut Buss. Die Predigt von Jona ist den Leuten von Ninive wie einen Blitz eingefahren. Jetzt hören wir mal, wie die reagiert haben. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Ja, so eine Reaktion wünscht sich jeder Prediger. Und eindrücklich ist, die Leute haben an Gott geglaubt. Nicht an das Gericht, das kommt. Auch nicht an ihre Götter und Götze. Sie haben an Gott geglaubt. An den Gott, wo der Jona ein Prophet ist davon. Sie haben sich vom Gott, vom Jona, Gnade und Verbarmen erwartet und erhofft. Und nicht von ihren Göttern. Götze. Offenbar haben sie von ihren Priestern noch nie so eine vollmächtige Predigt gehört. Die Priester sind Staatsangestellte und predigen darum nie negativ gegen Volk und König. Vielleicht hat sich das Reich der Assyrer darum so in eine gewaltsame Richtung entwickelt, weil ihre Priester nach dem Maul der Könige und der Menschen geredet haben. Parallelen zu heute sind offenbar und wahrscheinlich ja, nicht zufällig. Die Predigt von Jona ist den Leuten eingefahren. Sie sind echt betroffen gewesen. Sie haben Buss da. Sie haben ihre Sünden, ihre Taten bereut. Sie haben erkannt, wir sind auf falschen Wegen unterwegs. Wir kehren ab von diesen Wegen. Wir kehren um zu Gott und seiner Gerechtigkeit. Und es waren nicht Lippenbekenntnisse, die sie da abgegeben haben. Sie haben sich das auch etwas kosten lassen. Sie haben gefastet. Alle haben gefastet. Alle haben ihre Flitter abgelegt. Sie haben Bußgewänder angezogen. Sie haben sich sicher auch Aschen auf die Köpfe gestreut. Es hat ihnen echt Leid da. Und sie haben ihres Leid vor Gott zum Ausdruck gebracht, mit Fasten, mit Bußreiten, ja, mit Zeichen von der Reue. Übrigens, auch die christliche Tradition kennt ja so eine Zeitdauer von 40 Tagen, wo gefastet wird. Die Passionszeit, die Zeit vor Ostern, wo wir an das Leiden von Jesus denken, wo wir uns auch vorbereiten auf Karfreitag und Ostern, selber auch Buß tun vor Gott.
und bereuen, bekennen, umkehren, uns auf Gott und sein Wort konzentrieren und fokussieren. Eine Zeit für die Einkehr. Und ja, das Verhalten von diesen Heiden von Ninive leuchtet uns da als Vorbild. Die Botschaft von Jona hat auch der König erreicht. Das ist ein Traum von jedem Prediger, dass er die Könige und die Königinnen auf ihre Botschaften und letztlich das Wort von Gott hören. Die Botschaft hat der König erreicht und beim König vieles ausgelöst. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab, und er hüllte sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Der König geht seinem Volk voran. Er steht für sein Volk an. Er ist das Haupt. Er ist der Hirte vom Volk und übernimmt Verantwortung. Unsere Wege sind bös gewesen. Und ich als König trage die Hauptverantwortung. Er schiebt die Verantwortung nicht auf seine Berater ab oder auf die Dummheit vom Volk. Der König zeigt Grösse. Er verlässt den Thron, sinkt in Staub und überlässt den Thron Gott. Wenn es in einem Land oder mit einem Volk Opsi gehen soll, dann muss der König oben runterkommen von seinem Thron und den Gott überlassen. So wie es der heidnische König von Ninive uns heutige vormacht. Und dann ruft der König den allgemeinen Lockdown aus. Das wirtschaftliche Leben steht still. Das Freizeitleben steht still. Nicht um die Ausbreitung von einem Virus zu verhindern, sondern um das Gericht von Gott abzuwenden. Wer weiß, der Gott könnte umkehren. Es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Wir können uns fragen, was ist schlimmer, ein Virus oder das Gericht von Gott? An dem Punkt scheint jetzt die Geschichte ins Lächerliche zu kippen. Ist der Jona doch bloß ein Schwank? Der König ordnet nämlich an: Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier. Dass Menschen Buße tun, okay. Alle Menschen, klar. Aber auch die Tiere? Nutztiere also? Rinder und Esel und Schaf in Trauergewänder und Asche auf den Häuptern? Ja, ich stelle mir vor, wo diese Leute die Geschichte das erste Mal gehört haben, wo vielleicht der Jona ihnen das erzählt hat oder wie auch immer, dann haben sie doch müssen lachen. Der Herzfind kreucht vor unserem Gott im Staub, sogar der Rindviecher. Ja, diese Leute haben sicher gelacht und gespottet. Aber der Spott ist dann schnell auf sie zurückgefallen. Der Erzähler macht da mit dieser Komik einen ganz entscheidenden Punkt. Ich meine, jeder gute Witz hat einen ganz ernsten Kern. Und so auch, wenn man will, der Witz. Das Ninive hat der König den Thron verlassen. Und er hat sich vor Gott erniedrigt und Reue gezeigt. Alle anderen Menschen haben auch Reue gezeigt und sich vor Gott erniedrigt. Vom Obersten in der Gesellschaft bis zum Niedrigsten im Volk, sogar die Rindviecher und Esel und Schaf. Und wie ist es Israel? Erniedrigt sich der König zu Israel vor Gott? Bereuen die Menschen in Israel ihre Sünden? Das Ninive machen sogar die Rindviecher und Schaf und Esel. Wo bitte sind denn da die grösseren Rindviecher? Das Ninive oder das Israel auf dem Thron? Das Lachen ist den Israeliten dann rasch vergangen. Haben sie die Lektion gelernt? Sie haben sie nicht recht gelernt, die Geschichte dann zeigt. Lernen wir sie heute? Der König verlässt den Thron. Die Menschen gehen in den Lockdown. Die Viecher folgen ihnen. Was für ein Bettdank und Bußtag das dann ist. Und nicht nur ein Tag, sondern 40 Tage, wenn nötig. Ja,
Die Heiden von Ninive, das sind leuchtende Vorbilder für uns Heutigen. Es ist überhaupt auffällig, wie im Buch Jona die sogenannten Heiden immer gut abschneiden und sich als Vorbilder für die sogenannten Rechtgläubigen entpuppen. Ja, und schließlich Gott, wie reagiert Gott? Was empfindet Gott? Wie sieht Gott das Ganze? Er ist berührt. Er ist bewegt. Wir kommen zum letzten Punkt. Gott zeigt Reue. Und Gott sah, was sie taten, dass sie umgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott reute das Unheil, das über sie zu bringen er angekündigt hatte. Und er führte es nicht aus. Gott ist bewegt. Die Reaktion der Leute von Ninive und ihrem König auf die Predigt von Jona, das alles bewegt Gott enorm. Er hat beschlossen, das Gericht über Ninive zu bringen, die Stadt zu zerstören. Die Bosheit und die Brutalität der Assyrer muss ein Ende haben. Auge um Auge. Sie haben die Menge Stadt zerstört. Ihre Stadt soll auch zerstört werden. Auge um Auge. Gott hat nicht nichts machen können, weil zu viele Menschen im Alten Orient haben gelitten. Auge um Auge ist da gerecht und nötig. Das Prinzip Auge um Auge ist rechtsgeschichtlich gesehen übrigens zu biblischen Zeiten ein riesen Fortschritt gewesen. Aber so ist Gott. Bevor er zur Tat schrittet, das Gericht vollstreckt, kündigt er es an. Er bringt nicht einfach das Gericht. Er kündigt es an. Immer und immer wieder ist das in der Bibel so. Gott ist nicht der finstere Rächer. Er ist nicht der unbewegte, kühle Richter. Er muss richten. Das ist seine Aufgabe. Er ist König, er ist Hirt. Und das Richten ist da Pflicht. Gerechtigkeit braucht das Gericht. Wenn das Gerecht in dieser Welt zu und her gehen soll, dann braucht es auch Richter, die das durchsetzen. Und wer, wenn nicht Gott, könnte das? Gerechtigkeit auch wirklich durchsetzen. Dass es nicht wieder Ungerechtigkeiten daraus entstehen. Aber Gott kündigt das Gericht immer an. Er hat offenbar Hoffnung, dass die Menschen sich ändern. Er gibt den Leuten von Ninive 40 Tage. Und sie ergreifen die Chance. Sie tun die Buße, sie zeigen Reue. Und auch jetzt gilt wieder Auge um Auge. Diesmal einfach so. Reue um Reue. Es reut Ninive. Es reut jetzt auch Gott. Ninive kehrt ab von ihren Wegen. Gott kehrt ab vom Gericht. Ninive tut Buße. Gott ist gnädig. So ist Gott. Gott zeigt Reue. Ja, Gott zeigt Reue. Das können viele Christen nicht recht verstehen und schwer akzeptieren. Die Bibel berichtet aber erstaunlich häufig davon, dass Gott Reue zeigt. Dass Gott Reue zeigt, das passt in so manches Gottesbild von manchem Rechtgläubigen, nicht ganz so, ins Bild, ins Gottesbild und zeigt, dass halt eben manche Rechtgläubige doch nicht ganz so rechtgläubig ist. Gott zeigt Reue und davon berichtet die Bibel erstaunlich viel. Es hat Gott gereut, dass er den Menschen geschaffen hat. Es hat Gott gereut, dass er den Saul zum König erwählt hat. Und es reut Gott immer wieder das Gericht. Er hat Gericht angekündigt, die Menschen tun Buße und es reut Gott, das Gericht zu bringen. Er macht es nicht. Gott kann seine Meinung ändern. Gott kann auf die Menschen eingehen, er kann reagieren. Er ist nicht nur der, der immer am Agieren ist, er ist auch der, der am Reagieren ist, auf die Menschen eingeht. Gott ist auf Ninive eingegangen, weil seine Einwohner Reue gezeigt haben. Wenn nicht, wäre das Gericht gekommen. Und der ganze Nahe Osten hätte aufgeschnauft, wie die Welt aufgeschnauft hat, wo die Berliner Mauer gefallen ist und die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Ninive ist nicht gefallen. Noch nicht gefallen, weil es Reue gezeigt hat. Und der ganze alte Orient hat sich vielleicht gefragt, wie lange hebt echt der Gesinnungswandel der Assyrer an? Darüber das nächste Mal dann mehr. Gott hat sich Reue gezeigt und er hat die Assyrer noch einmal verschont. Ja, und jetzt der Jona.
Wie hat er echt reagiert auf den Erfolg von seiner Predigt? Wie hat er es aufgenommen, dass Gott jetzt Ninive nicht zerstört? Das wird uns dann vor allem das nächste Mal gross beschäftigen, wenn wir das vierte und letzte Kapitel vom Buch Jona durchnehmen. So viel aber für den Mal. Ja, wie kommt euch der Gott vor? Wo sind Ninive, die grosse Stadt und seine Bewohner, heute für uns ein Vorbild? Wie findet ihr zum Beispiel im Vergleich die Verkündigung der Kirche von heute? Schreibt doch davon in der Kommentarsektion unten eure Meinung dazu rein. Das könnt ihr, wenn ihr euch bei YouTube anmeldet. Ich würde mich sehr über eure Beiträge und Kommentare freuen. Es hat mich auch sehr gefreut, habt ihr jetzt wieder reingelassen und sind mit mir durch das dritte Kapitel von Jona mitgekommen. Und es würde mich sehr freuen, ihr wärt dann auch das nächste und letzte Mal wieder mit dabei und würdet reinhören und reinschauen. Bis dann, auf Wiedersehen.